Hey Leute, was geht? Viper409 wieder am Start. Und heute habe ich für euch einen kleinen RP-Glitch. Mehr dazu werde ich euch gleich sagen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und zwar läuft das wie ganz normal über den Social Club. Ja, was soll ich da jetzt sagen? Das Gameplay seht ihr im Hintergrund. Ich sag mal für die Low Level ab. Beziehungsweise bis Level 100 ist das relativ schnell. Ja. Und Social Club, wenn ihr das nicht habt, geht ihr auf Start, Pausenmenü, Social Club beitreten, zum Beispiel einer Crew. Da könnt ihr euch dann registrieren, müsst ihr noch eure E-Mail-Adresse eingeben. Ja. Das ist dann alles relativ schmerzfrei. Und jetzt kommt hier pro 20 Sekunden 3000 RP. Ich finde das relativ effektiv, aber bei mir bringt das jetzt nicht mehr so viel ab Level 200. Und deswegen, das ist auch eigentlich noch ein etwas älterer RP-Glitch. Bloß Rockstar meint irgendwie den Glitch nicht patchen zu müssen. Ja. Würde mich über ein Like und über ein Abo freuen. Ja, und wenn ihr weiter solche Videos sehen wollt oder auch einfach nur normale Gameplays, dann könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. Ja. Das war's dann auch schon fast wieder an der Stelle. Jetzt seht ihr hier nochmal einen Durchlauf. Am Ende des Videos gleich zeige ich dann nochmal, wie ihr diesen Job dann starten könnt. Das funktioniert ganz normal über Pausenmenü, Job spielen, markierte Job. Ich kann in einem separaten Video dann auch nochmal zeigen, wie ihr euch bei Rockstar registriert, sprich dem Rockstar Social Club beitritt. Jetzt seht ihr das hier im Hintergrund noch. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Teil, was ich gerade schon erwähnt habe. Pausenmenü, online, Jobs, Job spielen, markiert, und dann unter Capture. Sind drei Stück, wie ihr seht. Sind alles die gleichen. Ja, das war's dann von mir. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Und vielleicht später.